Der Fledermaus, die Vögel und die Tiere, eine Fabel von Aesop. In einem fernen Wald stand eine große Verwirrung bevor. Vögel und Tiere waren fast im Krieg. Alle Kreaturen des Waldes bereiteten sich auf eine große Auseinandersetzung vor. Der Fledermaus, der in diesem Wald lebte, war verwirrt und wusste nicht, auf welcher Seite er stehen sollte. Als ihn die Vögel sahen, sagten sie: "Komm zu uns, Fledermaus." Aber er antwortete: "Ich bin ein Tier." Kurz darauf kamen einige Tiere vorbei und riefen: "Komm zu uns, Fledermaus." Und er sagte: "Ich bin ein Vogel." Aber am Ende, glücklicherweise für alle, beschlossen Vögel und Tiere Frieden zu machen und es gab keinen Kampf. Der Fledermaus, der sich den Feierlichkeiten mit den Vögeln anschließen wollte, wurde von ihnen abgelehnt. Dann versuchte er, mit den Tieren zu feiern, aber auch sie empfingen ihn schlecht. Der Fledermaus musste allein fliegen. Traurig dachte er: "Jetzt verstehe ich. Diejenigen, die sich nicht für eine Seite entscheiden, enden ohne Freunde."